Trainer Bernd Hollerbach vom stark abstiegsgefährdeten Hamburger SV will sich von der Führungskrise des Clubs nicht beeindrucken lassen und hat vor dem schwierigen Auswärtsspiel bei Bayern München am Samstag 15.30 Uhr den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben. Ich glaube weiter daran, es ist noch nichts entschieden, sagte Hollerbach am Donnerstag auf der Pressekonferenz, es wird bis zum Schluss alles reingehauen und dann abgerechnet. Hollerbach wollte keine Fragen zur Freistellung von Clubchef Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt beantworten, sprach aber davon, dass zuletzt immer viel Unruhe rund um den HSV geherrscht habe. Seinen Spielern rate er, dass sie im Moment nicht so viel lesen sollen. Dass es gegen Bayern, beste Mannschaft Deutschlands, vielleicht sogar Europas, schwer werde, sei keine Frage. Dennoch wolle ich mutig auftreten und sich nicht nur hinten reinstellen. Geht Pleitenserie in München weiter? Zuletzt erlebte der HSV beim deutschen Rekordmeister stets ein Debakel. 0:8, 0:5, 0:8, 1:3, 2:9, 0:5, 0:6. In den letzten 7 Partien in München kassierte der HSV 44 Tore. Letztmals holte der HSV vor 10 Jahren einen Punkt in München. In der Saison schoss allein Bayern-Stürmer Robert Lewandowski mehr Tore, 20, als der HSV 18. In München droht den Hamburgern nun nicht nur nächste Klatsche. Wenn es ganz schlimm kommt, rutscht der abgestürzte Traditionsklub nach SEM-Spieltag auf den letzten Tabellenplatz ab und hat 10 Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Gegen den FC Bayern muss Hollerbach auf Albin Ekdal und Bjarne Tölke, beide Sprunggelenk, verzichten. Merge Mavrai ist zudem noch krank. Wann Stürmer Nikolai Müller wieder auf dem Rasen stehen kann, steht indes noch nicht fest. Der Angreifer ist am Donnerstag zur Untersuchung nach Köln gefahren. Wenn es grünes Licht gibt, können wir weiter steigern, so Hollerbach.